Bisher schien es, als gäbe es zwei merkwürdige Möglichkeiten. Die eine ist, dass das Universum unendlich ist und ewig andauert. Die andere ist, dass es endlich ist und eine Wand hat. Aber wenn es eine Wand gibt, dann könnte man hindurch. Und was käme dann? Einstein hat spektakuläre Arbeit geleistet. Er meinte, das Universum könnte endlich sein, aber ohne Wände. Denn wenn ich in eine Richtung gehe, dann so lange, bis ich aus der anderen Richtung zurückkomme. So ist es auf der Erde. Wenn ich hier Richtung Osten gehe, stoße ich dann gegen eine Wand? Nein. Ist die Erde unendlich? Nein. Was passiert? Ich komme von der anderen Seite zurück.